Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grandia 2. Wir stehen kurz vor dem Ende, also wir nähern uns so ziemlich dem Ende. Kann sein, dass ich jetzt in dieser Aufnahme, die ich mache, komplett den Schluss aufnehme. Danach kann es sein, dass ich da erstmal noch was anderes dazwischen schiebe und nicht gleich Alternelico 2. Ja. Birthplace of Gods. Der letzte Dungeon, so ziemlich. Ach ja, richtig. Wir haben letztes Mal ja. Stimmt. Also wir kriegen jetzt hier noch ein paar Items, wo ich denke, hey, ja, okay, sind very importante für den Endfight. Gerade verlaufen. So ist das, wenn man das Ende nicht in einem Stück aufnimmt. Ja, okay. Die Tür ist jetzt noch zu. Müssen jetzt wahrscheinlich die anderen Türen. Richtung ich letztes Mal gekommen bin. Ah, ach gut, jetzt weiß ich es wieder. Know it now. Okay, also hier kann man nicht durch. Es kann jetzt nur sich um Mädchen handeln. Ich bitte das zu entschuldigen. Weil ich habe in Orientierungssinn sehr schlecht sein. Ja, ich frage mich, warum man hier noch jetzt Geld findet. Das finde ich in den letzten Dungeons eh immer, wenn du weißt, hey, es wird kein Händler mehr geben, finde ich das immer so ein bisschen beschissen. Deutsch gesagt. So. Aber gut, wir wissen ja jetzt, dass wir meistens dann wieder am Speicherpunkt dann rauskommen. Black. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Wie unser Happy End aussehen wird. Ich bin gespannt überhaupt, ob ich den Endboss platt kriege. So viele Sachen, auf die ich gespannt bin. Ah, der war cool. Einmal angetäuscht und dann... Ah.
Flamestone. Flintstones, meet the Flintstones, everybody gonna stand on me. Katze. Oh Mann, ich bin gespannt, wie viele Stunden Spielzeit das jetzt noch sind. Ich hätte noch 4 vielleicht. Wenn wir ganz gut sind. Vielleicht noch weniger. Weil Endboss-Fight haben wir ja eh mal ein bisschen länger gebraucht. Dumm. Sehr schön, dass das. Whoopee! Ach, Special Snowflakes hier. Du kannst da mal eine Runde dann bekämpfen. Vielleicht mal den lieber Eleanor heilen. Oder jetzt. Light Blue. Oh, ich muss schon sagen, ich freue mich schon sehr auf Artonellico. Also auf Artonellico 2. Ich glaube, ich habe jetzt wieder genug Luft und Energie getankt, um mit Artonellico wirklich weiterzumachen. Und sagen zu können, ja, ich habe da Bock drauf. Skippy? Katze, was machst du da? Okay, hier kommen wir nicht durch. Ja, ich war ja, muss ehrlich gestehen, ich war nach Artonellico 1 ein bisschen leicht beschwer angefressen. Katze. Ja, ich war da ein bisschen leicht bis schwer angefressen, weil, ja, es war alles dann irgendwie ein bisschen Schiete. Ich habe mich halt wirklich gequält damit, weil ich keine Abwechslung dazu hatte, weil ich mir immer den Druck gemacht habe, hey, ich muss so und so viel Episoden irgendwie auf die Reihe kriegen, damit die ganze Woche gefüllt ist. Und dank Tales of Vesperia habe ich den Druck jetzt gar nicht. Also sage ich mir, boah. Ja, ich habe immer noch dieses Jahr, ich muss so und so viele Wochen, Folgen mindestens machen, um eine Woche voll zu kriegen. Aber ich sag's mal so, gefühlt ist der Druck jetzt ein ganz anderer. Also er ist ein bisschen weniger da, weil es halt nicht mehr 7 Folgen sind, die ich dann immer vorproduzieren muss, sondern nur 3-4 Folgen. Und das macht das Ganze dann natürlich auch angenehmer. Da verliert man dann auch nicht so schnell die Lust, dann irgendwas zu machen. Ja. Das nächste Projekt, was nach Tales of Vesperia kommt, könnt ihr ja gerne mitentscheiden. Wenn ihr zum Beispiel Patreon von mir für 1 Dollar Light Blue macht. Ich habe das extra klein angesetzt. Ich will mir mit Patreon wirklich nur ein bisschen die Games zusammensparen, zusammenklamüsern. Ja. Also da hilft echt jeder. Das Handy da irgendwo. Daher, wenn ihr da mal was vorhabt, danke dafür.
sleep. Legst du sie jetzt alle schlafen? Sie liegt einen Schlaf. Es ist cool, dass Elena mehr sagt, den Skelett Ryudo. Weil dann würde der mehr Effekt machen, weil Ryudo ist ja so der Damage-Dealer. Hingegen eigentlich Elena eher so der Healer sein würde. Schneller. Nicht jetzt. Nix, außer diesen Quickstone. Was Stepke. Ist nix außer Tür. Siehst jetzt schon, die Gegner sind, dann siehst du kein Problem. Aber die Endboss-Moves. Ich habe vielleicht wieder einmal verliere und wieder mal eine Schütze. So. Halten Sie Ihres Amtes, Kyo. Luminance 7401. Danke, Tio. Glaubt auch, der nochmal jetzt abzuhalten war. Ja, also sie ziehen zwar ziemlich viel, aber ich würde mal behaupten, es will er wieder einigermaßen. Ist das sowas wie Golden Shower? Sie hat's gesagt. Golden Poison. Restores all SP. Alter. Wäre ja schön, wenn ich noch ein bisschen was hätte mit Restores all MP. Aber gut, gegen Endboss könnten SP jetzt auch wirklich noch Haken werden. Scarlet Poison. Das will ich nicht abstreiten. Auf alle Fälle werden wir das nutzen müssen können, was wir hier noch finden. Halten Sie Ihres Amtes, Tio. Light Blue. Mir schade, dass man hier die KI nicht noch so genauer einstellen kann. Bei Persona konntest du zum Beispiel, Persona 3 hat ja auch nur KI, aber da kannst du wenigstens die KI noch, da konntest du dann noch ein bisschen expliziter einstellen.
Irgendwo war das, wo du die KI so genau einstellen konntest, was sie wann wo machen muss. Also wenn du da einen Healer eingestellt hast, konntest du dann einstellen, was, wenn gerade kein Healer erforderlich ist, was man da machen soll. Luminance 7401. Finde ich persönlich sehr geil, wenn sowas geht, weil dann hast du nicht sowas wie hier mit Tio, die irgendwie zwar die Healer-Rolle spielt, aber dann, wenn du es gerade brauchst, trotzdem MP verpulvert bis zum Abwinken. Das finde ich nicht ganz frei. Aber gut, vielleicht war das damals so plötzlich zwei Spiele. Persona 3 ist auch ein PlayStation 2 Spiel. Wenn das Persona 2 war, 3 war, dann ging es. Na, das Spiel nicht mal eine Ausrede. Das ist einfach nur eine Mechanik, auf die man wahrscheinlich nicht gekommen ist. Die vielleicht auch keiner kritisiert hat, während man gespielt hat. Und vielleicht auch, weil einfach keiner auf die Idee kam, hey, wir könnten auch automatisch denken. Ich mach sowas halt gerne. Also wenn hier wie bei Quandia, wenn ich dann merke, okay, ich komme mit Hieren vielleicht sonst nicht mehr nach, dann mache ich das schon mal gerne. Weil ich halt dann nicht mehr immer das Auge auf alles habe, so kann ich mich ein bisschen auf die KI verlassen und hoffen, dass sie nicht ganz so murksig ist. Und wir haben ja selten Probleme gehabt mit der vielen KI. Wir haben ja immer mehr nur Probleme gehabt, dass uns die MP-Hieren ausgegangen sind. Tja, worüber können wir noch reden? Europawahl ist ja jetzt gelaufen. An sich, wir haben es alle gewusst. Wir werden für die CDU nicht von, ich sag mal, der größten Partei, also von der Stimmengröße her runterkriegen. Das war uns allen klar, aber die Schelle haben sie trotzdem bekommen. Und die betroffenen Hunde bellen jetzt natürlich gleich wieder los, so von wegen Ideen und so. Geile Ideen, geilste Ideen ever. Von wegen... Wir müssen vielleicht mal die Meinung eingründen, weil die YouTuber haben ganz böse Dinge gemacht. Ja, die YouTuber haben ganz böse Dinge gemacht. Nein, haben sie nicht. YouTuber haben ihre Meinung gesagt und jetzt die YouTuber auf eine Stufe zu stellen, weil die CDU es einfach nicht kapiert, dieses Neuland namens Internet. Es ist einfach nur erbärmlich. Es ist sowas von erbärmlich und ein Armutszeugnis von einer Partei, die sich selbst drittgrößte Partei Deutschlands nimmt. Größte Partei Deutschlands. Drittgrößte. Oh Gott. Fake News. Fast Fake News verbreitet hier. Und dann nennt sie sich noch eine Partei der Mitte. Nein. Eine Partei der Mitte ist keine Partei, die sich von irgendwelchen strotzdoofen... von irgendwelchen doofen Lobbys den Arsch pudern lässt, nur damit die durchgedrückt bekommen, dass das Internet eingeschränkt wird. Skippy? Oh, Lightning. Wo ist meine Katze hin? Ich finde meine Katze nicht mehr. Skipper! Und danach mache ich noch die... Obwohl, er verhält sich ja ruhig. Er ist gerade wahrscheinlich im Flur. Also ich habe ihn zumindest noch vor ein paar Minuten im Flur gesehen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Ob er wirklich da ist. Ich muss ihn leben lassen. Er will mir nicht leben lassen. Thank you.
sich ruhig verhält, der sitzt sicher irgendwo auf der Flur, macht er ja auch gerne, sich einfach mal hinsetzen. Ja, auf alle Fälle Frau Karen Power, oder wie ich sie nenne, KKK. KKKK, immer K bitte. Ich möchte gerne Meinungen vor Wahlen regulieren. Dann sollen die dann, wenn sie damit anfangen, aber bitte auch, möchte ich keine Poster mehr von irgendwelchen Parteien sehen. Ich möchte in keiner Zeitung irgendwelche Werbung von irgendwelchen Parteien sehen. Ich möchte dann gar nichts von irgendwelchen Parteien sehen. Weil, wenn die Jugend und das Internet regulieren, dann bitte alle Medien. Mir gefallen Türen nicht, die wusch machen. Haben mir Angst. Tür macht keine Wusch. Ich muss wahrscheinlich erst ganz tief rein, um den roten Kristall zu finden, um dann wieder zurück zu können, um dann wieder in die erste Etage zu kommen. Ich jetzt gleich wieder schreien, weil ich werde von hier. Oh, holy thunder. Ich hoffe, du machst den ordentlich. Sky Dragon Slash! You shall be defeated! You shall be defeated! Irgendwie muss ich da immer an Gandalf denken. You shall not. So viel zum Thema All Healer. 4-0-1. Ich habe ihn zu dem neuen Marek gemacht. Okay. KI hat sich also entschieden, was sie mit Tio macht und wird mich sicher nicht healen. Ich dachte, auf Tio hat sich die KI hat sich wieder schon entschieden, was sie macht. Oh Lightning, lend us your power. We'll be right back.
guard enemies. Take that! Sky Dragon Slash! You shall be defeated! Katze ist übrigens wieder da. Just saying. The ultimate secret! True Dragon Rise! Ihr hört sich ja. Katze ist wieder da. Alter Schwede, die hält gerade echt nicht viel von hier. Aber ist okay. Ich vertraue dir. KI ist, ist vielleicht ein Fehler, aber ich vertraue dir. Ich dachte selbst Gibi, dass es ein Fehler ist, aber wir vertrauen dir. Oh, holy thunder. Strike! Purple Lightning! Take this! Take that! And that! Gibi, du kleiner süßer Schreiner! Jetzt haben wir ihn ins Cancel getrieben. Oh, cool. Timo macht jetzt eine Rose hier. Light Blue. Oh, nice. Ich hab sogar eine, aber also ich bin aber schon ziemlich weit da. Wir werden trotzdem rennen. Wir können hier. Oh, da geht was. Oh, The ultimate secret. True Dragon Rise. Here goes my impact bomb. Schön wieder auch wieder. Es gibt zwar hier eine Verschwendung, weil es nur zwei Leute betrifft. Ich will ja nicht urteilen. Ultimate secret! True Dragon Rise! Thank you.
Ach, die Juhe. Oh Scheiß, die Katze trampelt gerade über mich drüber. Und so ganz aggressiv. Hilf, Königsschuhe.